Hallo und willkommen zurück zu Baphomets Fluch Reforged. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, wir haben etwas vergessen. Jetzt muss ich mal schauen bei meinen ganzen Dingen, die ich jetzt so eingesammelt habe. Haben wir denn schon? Oh, der Ball ist weg. Die Statue habe ich wohl auch schon. Stimmt, der steht ja Ultron oder wie er hieß, steht da jetzt schon beim Taxi. Und ich brauche noch die 50 Dollar, damit wir hier endlich mal losfahren können. Oh, das ist die Aufgabe, ja, das war das letzte Mal. 50 Dollar, die. Ich muss noch mal in die Toilette. So. Genau deswegen. Es macht nicht viel Sinn, den Spender wieder zu schließen. Auch geschlossen wäre er immer noch ganz offensichtlich leer. Ja. Offensichtlich. Irgendwie klingt das Lied gleich wie das oben, was gerade oben lief. So, es sieht nicht so aus, als hätte ich 50 Dollar. Wo bekomme ich die jetzt her? Was ist denn los? Wieso ist er denn so sauer? Ich glaube, ich habe ja schon was irgendwie. Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Was ist mit deinem Ball passiert, Neo? Mein Vater hat ihn mir leider weggenommen. Neo, das tut mir leid. Kein Grund zur Aufregung, Sir. Bald wird er vergessen haben, wozu er den Ball hat und ihn in den Marktstand legen. Dann hole ich ihn mir wieder. Tut mir auch leid, dass die kleine Statue beschädigt ist. Auch darüber keine Aufregung, Sir. Sie steht schon lange auf dem Regal. Sie hatte als Verkaufsobjekt sowieso keinen Wert. Tja, wie heißt es so schön? Hände weg. Sehr witzig, Sir. Wir sehen uns, Neo. Tschüss dann, Sir. Da habe ich die Statue, was habe ich denn das letzte Mal gemacht? Habe ich die Statue schon? Hallo, Duane. Verkauft? Hallo, George. Wie kann ich helfen, junger Mann? Ist in Ordnung, wir sehen uns später. Hallo, Ulta. Ah, sein großartiger und kühner Kunde. Können Sie damit etwas anfangen? Mein Freund, das sein richtiger Teil.
Ulta nimmt das Handtuch, zerschneidet es längs in zwei Hälften und gibt mir eine davon zurück. Mit seiner Hälfte ersetzt er den Keilriemen, wie man es normalerweise mit Strümpfen machen kann. Nun, ich verknoten Enden. Praktisch, ja? Wirklich höchst praktisch. Damenstrümpfe mögen an einem Bentley gute Dienste leisten, aber bei einem Lastwagen erfüllt das grobe Handtuch seinen Zweck besser. Kommen, mein Freund. Sie möchten sehen, Bull's Head? Oh, tatsächlich, da habe ich das schon erledigt. Ja, später am Nachmittag. So. Ein junges Bäumchen wächst an der Kante. Und ein Ast ist das Einzige, was ich sehe, was ich hier mitnehmen kann. Lass mich raten, was ich damit tun soll. Mit Schwung knote ich das Handtuch an den Stock. Ein Seemannsknoten, wie er im Buche steht. Ja, und jetzt vielleicht noch die Kette. Vielleicht doch nicht. Hä, wieso nicht? Ich habe dem Baum für einen Tag genug Schaden zugefügt. Jahrhundertelange Wechselbäder von heißen Tagen und kalten Nächten haben einen Spalt aufgerissen, der tief bis in den Fels hineinreicht. Wieso immer diese Handbewegung, George? Warum? Ich glaube, der Spalt gäbe einen guten Verankerungspunkt ab. Tja, das sieht ja ziemlich sicher aus, aber ich habe sowieso keine Wahl. Als ich nach Syrien gekommen bin, habe ich nicht damit gerechnet, einen Berg zu besteigen. Tja. Okay, nächster Schritt. Hier ist eine Nische. Aus der Nähe betrachtet sieht die Nische irgendwie künstlich aus. Die Idee, meine Hand dort hineinzustecken, gefällt mir gar nicht. Aber irgendwas war da drin. Ein Metallring, so groß wie meine Hand. Ich greife den Ring ganz fest und ziehe aus Leibeskräften. Aber hallo. Tja, welch Wunder der Technik. Hinter der Ecke finde ich die Leiche. Oh mein Gott, Klausner. Lebensgroß und doppelt so tot. Ich habe kaum Zeit, diese Tatsache zu verdauen, als ich höre, wie der Türmechanismus sich erneut bewegt. Mann, nein! Die Türe schlägt zu und sperrt mich ein. Ich bekomme so eine leichte Ahnung, wie Klausner gestorben ist. Na toll. So aus der Entfernung kann ich keine Anzeichen von Gewalteinwirkung feststellen. Außer seinen Fingerspitzen, die blutig gekratzt sind. Und das scheint er sich selbst angetan zu haben.
Klausner muss ziemlich schlau gewesen sein, um so weit zu kommen. Aber trotzdem ist er tot. Okay, in Ordnung. Hey, was ist das? Ich habe so etwas wie eine Linse gefunden. Eine sehr alte Linse aus sehr hartem Glas. Das erklärt vieles. Der Ritter auf der Handschriftenrolle hatte die ganze Zeit eine Linse gehalten, keinen Kristallball. Ich glaube, ich sollte hier mal speichern. Ich habe da so eine Ahnung. Ich habe Klausner schon einmal durchsucht und weiß, dass er außer der Linse nichts bei sich hatte. Kein Handytelefon, keine Sprengladungen, kein Fünf-Gänge-Menü. Man sollte doch meinen, dass international tätige Verschwörer besser ausgerüstet zum Dienst erscheinen. Oben an der Wand steht eine Inschrift, teilweise schon vom Zahn der Zeit abgenagt. Irgendwas wie In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Das Latein ist einfach genug, aber was sollte es bedeuten? Ich kann die Inschrift nicht mitnehmen. Und ich habe weder eine Kamera noch einen Notizblock, um sie aufzuzeichnen. Alles, was ich tun konnte, war, sie anzustarren und zu versuchen, sie mir zu merken. Ja, George. In Occidenta Sita Est in Ora Mundi. Okay. Das muss reichen. In Occidenta in Bora Mundi. Das habe ich mir gemerkt. In Occidenta heißt in Bora Mundi. Ein Steinkopf mit drei bärtigen Gesichtern. Es ist ein merkwürdiges Bildnis, aber ein starkes, voller Altertümlichkeit und alter Mysterien. Auf jeden Fall ist es aber ein hässliches Bildnis. Mir fällt nichts ein, was ich mit der Statue machen könnte, außer vielleicht Kinder zu erschrecken. Naja, ich muss ja irgendwie auch herauskommen. Sollte ich die Linse irgendwo verwenden? Der Mund öffnet sich. Das muss Ulta sein. Mein Gott, wenn er reinkommt, sind wir beide hier drin gefangen. Ulta! Komm nicht rein, es ist eine Falle! Bleib, wo du bist! Wie? Hallo, Mr. Stobbart. Wir treffen uns aber auch immer an den ungewöhnlichsten Orten. Bitte machen Sie keine hastigen Bewegungen. Ich habe nicht den Wunsch, Sie zu verstümmeln. Sagten Sie verstümmeln? Genau. Tote erzählen mir ja nichts, wie Sie wissen. Und ich möchte doch alles erfahren, was Sie mir zu erzählen haben. Und wenn ich nicht plaudern möchte? Dann müsste ich Sie bedauernswerterweise töten. Aber seien Sie versichert, dass ich ein ausgezeichneter Schütze bin. Sie würden nicht leiden. Das ist gut. Glauben Sie mir, mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Es ist etwas dunkel hier drin. Ich finde, wir sollten unsere Geschäfte lieber draußen abwickeln. Warum sollte ich mich zu einer noch leichteren Zielscheibe machen? Wenn ich auf Sie schieße, Mr. Stobbart, dann treffe ich Sie auch. Selbst hier drinnen. Unglücklicherweise leidet dann meine Zielgenauigkeit. Das könnte den Unterschied ausmachen zwischen einem Treffer ins Bein oder in den Unterleib. Puh, ist das plötzlich heiß hier drin. Keine plötzlichen Bewegungen, Mr. Stobbart. Also denn, wo fangen wir an? Mit dem Versuch, gute Freunde zu werden und alle Waffen wegzupacken. Klausner, wissen Sie, wo er ist? Klausner? Wer zur Hölle ist Klausner?
Ich bin seiner Spur hierher gefolgt, wie Sie auch, vermute ich. Ich habe noch nie von einem Klausner gehört. Ich habe einfach nach Fremden gefragt und hatte Glück. Glück ist ein Gut, das bei Ihnen im Moment etwas knapp ist, Mr. Stobbart. Ich habe Sie beobachtet, seit Sie im Marib angekommen sind. Wirklich? Ich habe Sie gar nicht bemerkt. Genau das meine ich. Sie wissen nicht, wie viel ich weiß. Bitte bedenken Sie das, wenn Sie meine nächsten Fragen beantworten. Also, wo ist Klausner? Okay, ja, er ist tot. Liegt direkt um die Ecke in der Höhle. Wollen Sie nachschauen? Ich glaube Ihnen das einfach. Wie ist er gestorben? Verhungert oder verdurstet, so wie es aussieht. Er ging in diese Falle, von der Sie da rumgebrüllt haben? Hatte ich mir schon gedacht. Die Tempelritter gehören nicht zu den Menschen, deren Geheimnissen man leicht auf die Spur kommt. Hatte er etwas Wichtiges bei sich? Nein, nichts. Warum ist dieser Ort dann so wichtig? Was haben die Tempelritter hier versteckt, wenn nicht einen Artefakt? Na ja, da um die Ecke stand irgendwas auf Lateinisch an der Wand. Latein? Können Sie sich noch daran erinnern, Mr. Stobbart? Was stand da? In Occidenta sita est in ora mundi. Ah, die Worte Cäsars. Ja, das ist logisch. Also ich weiß, dass es grob übersetzt etwa so viel heißt wie im Westen, am Rande der Welt. Aber was zur Hölle bedeutet das? Es verrät mir, wo das Schwert von Baphomet ruht. Mr. Stobbart, ich bin sicher, dass Sie genau das sind, was Sie zu sein scheinen. Ein begabter Amateur. Danke, glaube ich. Aber ich kann Ihre Einmischung nicht länger hinnehmen. Es steht weit mehr auf dem Spiel, als Sie ahnen. Was haben Sie also vor? Zu meinem Bedauern müssen wir das Ganze hier und jetzt beenden. Ihre einzige Wahl ist jetzt noch, ob Sie wie ein Mann sterben wollen oder wie ein Hund. Hey, warten Sie mal, Sie können mich doch nicht umbringen, ich habe Geld. Vielleicht können wir uns irgendwie einigen. Sie enttäuschen mich. Oh nein. Oh nein. Es war alles richtig bis zu dem Zeitpunkt. So. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen. Ach nein, das ist so. Ich habe Klausner schon einmal durchsucht und weiß, dass er außer der Linse nichts bei sich hatte. Kein Handytelefon, keine Spreng... Man sollte doch mal... Ja, das haben wir alles schon gehört. Ich glaube, ich muss hier hinten... Oder zumindest die Baphomet-Statue. Ich kann die Inschrift nicht mitnehmen. Und ich habe weder eine Kamera noch einen Notizblock, um sie aufzuzeichnen. Alles, was ich tun konnte, war... In Occidenta sita est in ora mundi. Okay. Das muss reichen. So, jetzt muss irgendwann mal das aufgehen hier. Mir fällt nichts ein, was ich mit der Statue machen könnte, außer vielleicht Kinder zu erschrecken. Ein Steinkopf mit drei bärtigen Gesichtern. Es ist ein merkwürdiges Bildnis, aber ein starkes, voller Altertümlichkeit und alter Mysterien. Auf jeden Fall ist es aber ein hässliches Bildnis. Ja, George, das habe ich alles schon gehört. Jetzt könnte langsam mal die Tür aufgehen. Ich kann die Inschrift nicht mitnehmen und ich habe weder eine Kamera, alles was ich tue. In Occidenta... Das muss reichen. Der Mund öffnet sich. Das muss Ulta sein. Mein Gott, wenn er reinkommt, sind wir beide hier drin gefangen. Ulta!
Bleib, wo du bist! Wie? Hallo, Miss... Bitte machen... Sagten Sie, verstehe... Genau. Und ich möchte... Und wenn ich nicht plaudern... Dann müsste ich... Aber... Das ist gut. Es ist etwas... Warum sollte ich mich... Wenn ich... Unglücklich... Das... Oder... Puh, ist das plötzlich... Keine... Ja, sorry, ja, wir haben es ja schon gehört. Ich muss ja das jetzt so weiter drücken. Und ich hoffe, ich sterbe also, diesmal nicht wieder. Wo fangen wir an? Mit dem Versuch, gute Freunde... Klausner, wissen Sie, wo er ist? Klausner? Wer zur Hölle ist Klausner? Ich bin seiner Spur hierher gefolgt, wie Sie auch. Ich habe noch nie von einem... Ich habe einfach nach... Glück? Ich habe Sie... Wirklich? Genau, bitte bedenken, also. Okay, ja, er ist tot. Liegt direkt um die Ecke in der Höhle. Wollen Sie nachschauen? Ich glaube Ihnen das einfach. Wie ist er gestorben? Verhungert oder verdurstet, so wie es aussieht. Er ging in diese Falle, von der Sie da rumgebrüllt haben? Hatte ich mir schon gedacht. Hatte er etwas Wichtiges bei sich? Nein, nichts. Warum ist dieser Ort dann so wichtig? Was haben die Tempel... Naja, da um die Ecke stand irgendwas auf Lateinisch an der Wand. Latein? Können Sie sich noch daran erinnern, Mr. Stobbart? Was stand da? In Occidenta sita est in ora mundi. Ah, die Worte Cäsars. Ja, das ist logisch. Also ich weiß, dass es grob übersetzt etwa so viel heißt wie im Westen, am Rande der Welt. Aber was zur Hölle bedeutet das? Es verrät mir, wo das Schwert von Baphomet ruht. Mr. Stobbart, ich bin sicher, dass Sie genau ein begabter Amateur. Danke, glaube ich. Aber ich kann Ihre Einmischung... Es steht weit mehr auf dem... Was haben Sie also vor? Zu meinem Bedauern müssen wir das Ganze hier und jetzt beenden. Ihre einzige Wahl... Okay, Sie sind der Boss. Ich schlucke die bittere Pille. Sie sind ein tapferer und ehrenhafter Mann, Mr. Stobbart. Eine seltene Gattung. Ich möchte Ihnen gerne die Hand schütteln. Nun, okay, naja, was soll's? Hier. Es war ein weiter, weiter Weg darunter. Unten konnte ich Ultas Wagen sehen. Okay. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab doch... Ach, so schnell ging das jetzt nicht. Oh, Leute. Nimm das Teil. Das gibt's, ich bin zum dritten Mal gestorben. Ich bin in einem Point and Click. Wieder Nikos Apartment, na Gott sei Dank. Das war jetzt nicht normal, ey. Zum Glück hat das Vordach von Ultas Lastwagen meinen Fall gestoppt. Gott sei Dank. Das Schlimmste an dieser Erfahrung war Ultas Fahrstil. Was ist mit der Linse? Ist sie noch ganz? Oh ja. Gut, dich wiederzusehen, George. Ehrlich? Ich muss sagen, Syrien hätte mir besser gefallen, wenn du dabei gewesen wärst. Ich wäre keine große Hilfe gewesen. Du hast das alleine doch ganz gut hingekriegt. Ja, schon. Hast du eine Vorstellung, wozu diese Linse gut sein könnte? Als Vergrößerungsglas offensichtlich. Ich bin sicher, du wirst sie gut gebrauchen können.
Ich habe dir ein Geschenk aus Syrien mitgebracht. George, das wäre doch nicht nötig gewesen. Was ist es? Das hier. Eine Halskette? Sie ist sehr schwer. Ethnische Handwerkskunst der rustikalen Art. Natürlich. Ich liebe sie. Wirklich? Sie wird mich immer an dich erinnern. Habe ich jetzt echt die Klospülung geschenkt? Also die Kette dafür? Okay, noch einmal. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Aber doch, es ist was Neues erschienen. Und zwar diese Statue mit den vielen Gesichtern. Das ist das Gesicht der Statue, die ich in Bull's Head gesehen habe. Das ist das Gesicht der Statue. Den Rest kennen wir ja. Ja. Ich bin so schnell wie möglich zurück. Okay. Ist nur die Frage, wo geht's hin? Ein Museum, das habe ich erledigt. Im Museum, da waren wir ja schon, da haben wir das Dreibein mitgenommen. Und jetzt? Hotel Musée Cru, Montfaucon. Naja, es geht nirgends mehr hin, das mal ist es klar. Kaffee. Ich glaube, Montfaucon ist der nächste Schritt. Ja, und er sitzt auch wieder hier. Ah, jetzt ist der Priester hier. Ein Priester steht an den Bänken und poliert hingebungsvoll an irgendetwas herum. Gehen wir mal hin, ja, mal sehen, was wir Neues, Interessantes erfahren. Entschuldigt, Pater. Pardon? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Aber sehr gerne, Monsieur. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen. Haben Sie schon einmal so eine Linse gesehen? No, niemals. Das Glas scheint irgendwie ganz schwach eingefärbt zu sein. Stimmt, ist mir noch nie aufgefallen. Haben Sie diesen Mann schon einmal gesehen? No, ich habe ihn noch nie gesehen. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das ist keine Arbeit, Monsieur. Das ist eine Berufung. Ich helfe Pater Flambert jetzt seit fast 6 Monaten. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das ist schon wieder typisch. Dann nehme ich an, dass Sie nur wenig über die Geschichte dieser Kirche wissen. Stimmt, nur sehr wenig. Der Kerzenständer glänzt ja wie neu. Ah oui, alles, was nicht das bestmögliche Resultat darstellt, wäre eine Beleidigung des Allmächtigen. Das stimmt wohl. So habe ich das noch nie gesehen. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie hier genau am richtigen Ort. Viele von ihnen wurden auf dem Platz draußen hingerichtet. Eine Schande für Frankreich. Aber der Papst stand doch voll dahinter. Clemens V. war ein Mann des Mammons, kein Mann Gottes. Das ist aber ein ziemlich kesser Spruch für einen Priester. Finden Sie? Es lässt sich nur so schwer feststellen, was wirklich passiert ist. Das war vor so langer Zeit. Sie müssen sehr stolz sein auf diese unglaubliche Sammlung von Bleiglasfenstern. Stolz ist eine Sünde, Monsieur. Aber es ist schwer, nicht ehrfürchtig zu staunen, wenn das Licht hindurchfällt. Ein exquisiter Beweis für das Genie des Künstlers.
Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Ja. Diese Linse, ja, nicht vergessen. Die hat noch einen Sinn. Das dürfte hier sein. Die Linse passt auf das Ende der Schriftrolle wie eine Hand in einen Handschuh. Hey. Ein Tempelritter auf dem Scheiterhaufen und ein Datum. Moment mal, also MCCCXIV, das ist 1314. Ein Tempelritter auf dem Scheiterhaufen und ein Datum. Abermals einen guten Tag, Pater. Bonjour, Monsieur. Wie schön, sich wieder mit euch zu unterhalten. Wussten Sie, dass sich in dem Mittelfenster das Bild eines Mannes auf dem Scheiterhaufen versteckt? Der brennende Mann. Was? Sie wussten das? Dass sich dort ein Bild versteckt? No. Aber die Kirche hat den Ruf, dass es hier spukt. Oft haben Menschen behauptet, einen brennenden Mann in einem Fenster gesehen zu haben. Aber wenn dann andere nachschauten, war nichts zu sehen. Vielleicht muss das Licht genau richtig stehen, damit man das Bild sehen kann. Ja, oder man braucht eine spezielle Linse. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Klar, ich könnte das Ende des Stabes einfach abbrechen. Aber wenn ich schon wie ein Vandale in der Kirche hause, soll wenigstens was dabei rausspringen für mich. Außer einer Deportation. 1300, es hat doch bestimmt was mit den Gräbern hier zu tun. Ich habe mir jetzt das nicht genau gemerkt, 1300, was war jetzt? Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze ich. Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Sich also vorzustellen, dass da ein toter Kerl drunter liegt. Ein Ritter aus Stein liegt auf dem Boden der Kirche. Ja, aber das, wenn mir das jetzt noch nichts nützt. Der zweite steinerne Ritter von vieren, die auf dem Kirchenboden liegen. Ich staune, dass Philippe Le Bel diese Gräber in Ruhe gelassen hat. Ich stelle mir die langen Jahrhunderte vor, in denen es sein Geheimnis bewahrt hat. Die Tausende von Menschen, die seither hier drin waren, sich alles angeschaut und doch nie Verdacht geschöpft haben. Diese ganze Rüstung rumzuschleppen, muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Ein steinerner Ritter in voller Steinrüstung liegt hier, die ausdruckslosen Augen zur Decke gerichtet. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Ein steinerner Ritter liegt am Ende der Viererreihe. Ja, bis jetzt kenne ich ein Datum. Aber habe da noch keinen Zusammenhang direkt. Das Grab eines Ritters, auf dem sein Ebenbild auf immer in Marmor ruht. Ins Gebet vertieft wartet er auf den jüngsten Tag. Okay, vielleicht, wenn es der Zufall so will, weiß hier draußen der Gendarm irgendwas. Oder es steht einfach nur hier. An der Wand ist ein dreisprachiges Schild befestigt. Darauf steht auf Deutsch, Englisch und Französisch: Im Jahre des Herrn 1312 löste Papst Clement V. den Ritterorden der Templer auf und exkommunizierte seine Mitglieder wegen Gotteslästerung und Häresie. In den folgenden zwei Jahren wurden viele der Ritter an dieser Stelle gehängt. Ihr Großmeister Jacques de Molay wurde auf einer Insel in der Seine den Flammen des Scheiterhaufens übergeben.
Ich habe mal eine Liste der stressfreiesten Berufe der Welt gelesen. Polizeiarbeit tauchte darin nicht auf. Aber ganz offensichtlich hat dieser Kerl nicht die gleiche Liste gelesen. Sie sind wieder da? Oui, ich bin zurück. Hallo. Hallo, Monsieur. Also, ich hätte nicht erwartet, Sie hier schon wieder zu sehen. Non. Nun, es ist etwas merkwürdig. Aber ich bin dienstlich hier. Dienstlich? Aber Sie sitzen doch nur hier rum und trinken Wein. Non, ich trinke nicht nur Wein. Ich bin in geheimer Mission hier. Moment mal, irgendwo fehlen mir bei dem Lied ein paar Noten. Sie tragen doch Uniform. Präzise beobachtet, Monsieur. Meine Tarnung ist die eines pflichtvergessenen, weintrinkenden Wachtmeisters. Sie haben mich glatt überzeugt. Merci. Aber in Wirklichkeit ist jeder Muskel gespannt, jeder Nerv aufs Äußerste bereit. Ich bin angespannt wie eine Stahlfeder, bereit zum Zuschlagen. Patzong! Auf wen oder was gedenken Sie denn zu patzongen? Sie müssen doch von dem Terror gehört haben, der Paris in seinen eisigen Klauen hält, Monsieur. Sie meinen die Morde? Wenigstens unternimmt endlich mal jemand etwas. Pah, Leute sterben jeden Tag. Non, non, ich bin auf der Fährte des berüchtigten Jacques de la Grande Canalisation. Ich, also, wer? Jacques de la Grande Canalisation, der Terror der Unterwelt. Er zeigt sich hier, er zeigt sich dort. Die Polizei kommt, er ist fort. Ist er unter der Sorbonne oder unter dem Maison Drac? Er kann überall sein, der verdammte Jacques. Bravo, das ist richtig gut. Merci. Ich habe die halbe Nacht daran rumgedichtet. Wer ist dieser Jacques de la Grande Canalisation überhaupt? Na, wenn wir das nur wüssten, dann hätten wir ihn innerhalb einer Stunde verhaftet. Aber er ist gerissen. Um die Kanalisation unserer schönen Stadt zu entweihen, hat er viele Maskeraden benutzt. Er hat sich als Polizist ausgegeben und einen armen Kriegsveteranen hinters Licht geführt. Oh oh. Er hat einen Jongleur gespielt. Oh boy, ist das denn zu fassen? Und einen amerikanischen Touristen. Wo stammen Sie eigentlich her, Monsieur? Kanadier. Also, war nett, ich muss los. Tschüss dann. Naja, nicht viele Leute können von sich sagen, dass sie eine Pariser Legende geworden sind. Noch weiß ich nicht, wohin mit mir. Und, ja, da würde ich sagen, an der Stelle mache ich erstmal Schluss, kurz einen Cut. Bis dann, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Baphomets Fluch. Bleib gespannt.